Hallöchen miteinander. Huch, das ist das falsche Bild. So, Das ist das richtige Bild. Tada! Da waren wir kurz im falschen Bild. Jetzt sind wir im richtigen. Hallöchen und ich wünsche euch allen einen schönen Freitag. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich. Und ja, es ist das Lama, das die Haare grün bekommt. Und zwar in dieser Farbe. Das ist die Farbe, die schon da ist. Mein Gott, es geht schon früh los mit Trinket auf Trinket. Trinket auf Trinket. Den Bart färben lohnt sich nicht wirklich. Wir können das probieren, aber dadurch, dass ich so einen kurzen Bart habe, ist er so schnell wieder weg. Aber ja, wir können es gerne machen. Ich glaube, diese Farbe reicht. Diese Farbe heißt Manic Panic Electric Lizard. Ey, ernsthaft? Schwarzes T-Shirt, du hast exakt dieselbe Farbe? Dann musst du mir bitte ein Foto schicken. Ich hoffe, du bist auf unserem Discord. Wenn du auf unserem Discord bist. Warte. Discord. So, zack, bumm. Nee, das war falsch. Da. Zack, Discord. Wenn du auf unserem Discord bist, dann. Ach, Karadein war schon wieder schneller. Dann schick mir auf jeden Fall ein Foto von deiner Haarfarbe. Bei mir wird es nächste Woche live im Stream gefärbt. Live im Stream, vor der Kamera. Da ist er. Entschuldigung. Oh. Oh, Dankeschön. Oh. Gesundheit. Da sind wir beim Thema. Wir haben einen weiteren Teil in unserer Streaming-Reihe Alltag im Mittelalter. Ich hatte diese Reihe ja angefangen, weil Schönheit ist zu spät, schwarzes T-Shirt, das wird nichts mehr. Ich hatte diese Reihe ja angefangen und wollte eigentlich was zum Alltag im Mittelalter machen und habe bei der ersten Sendung. Also war mir eigentlich klar, das wird auf jeden Fall eine lange Reihe. Das funktioniert nicht. Das ist viel zu sagen. Es wollten viel zu viele Leute. Ich habe dann im Discord gefragt, was für Themen interessieren euch. Und das ist jetzt in dem Fall schon der dritte Stream. Der erste war soziale Struktur Mittelalter. Der zweite. Burgen, Ritter und Turniere. Und der dritte ist jetzt zum Thema Medizin im Mittelalter. Nee, es wird nicht ganz so lang wie Ilvarandin. Und das Thema Medizin und Gesundheit im Mittelalter liegt mir ganz besonders am Herzen, denn als die fantastische Thora Dottir und ich uns damals kennen und lieben gelernt haben, vor langen Jahren, da ich offensichtlich älter geworden bin und Ines nicht, kann ich mich nicht entscheiden, ob es sehr langes her ist oder sehr kurz. Auf jeden Fall, als wir uns damals kennengelernt haben, war ich unterwegs als Medikus auf Mittelaltermärkten. Und ich habe den Menschen erzählt, wie Medizin im Mittelalter so funktioniert hat, denn auf Mittelaltermärkten kommen ganz, ganz viele Menschen und sagen immer, ach, das ist so schön hier. Mensch, ich hätte so gerne im Mittelalter gelebt. Und ich habe denen immer erzählt, warum sie nicht gerne im Mittelalter gelebt hätten. Denn ich habe diverse Jahre lang auf Mittelaltermärkten über Medizin und Chirurgie im Mittelalter berichtet. Wieder Mittelalter. Wir reden hier über die Zeit von etwa 500 bis 1500. Das ist ganz schön lang, 1000 Jahre. Da fällt einiges drunter. Das heißt, das meiste, was ich heute berichte, wird Hoch- und Spätmittelalter sein. Denn vorher gibt es da nicht so richtig viel zu berichten. Denn ich konzentriere mich ja bei all dem, was ich hier erzähle, damit man es auch gut aufs Rollenspiel übertragen kann, über das zentraleuropäische Mittelalter.
also zentral-nordeuropäische Mittelalter. Das heißt, das meiste, was ich hier erzähle, ist das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Darum geht es in erster Linie, denn es ist relativ schwierig, das von überall zu machen. Ich konzentriere mich ja also auf den Bereich hier, denn die meisten Rollenspiele, die im mittelalterlichen Stil unterwegs sind, bedienen sich auch Tropes aus dem europäischen Mittelalter. Also egal ob DSA oder Dungeons and Dragons, die meisten davon hängen so im europäischen Mittelalter rum. Manche so ein bisschen Richtung italienische Renaissance, andere gehen so ein bisschen Richtung nordischer Germanismus, aber so grob in dieser Richtung halten wir uns auf. Und deswegen halte ich mich da auch auf. Wie war es um die medizinische Situation im Mittelalter bestellt? Da muss man erstmal feststellen, bei weitem nicht so schlimm, wie viele Leute denken. Also, es war nicht ganz so übel. Also diese Vorstellung, da wurden ständig Beine abgesägt und von morgens bis abends nur Ader gelassen, damit räume ich heute so ein bisschen auf. Ihr müsst so ein bisschen eure Vorurteile übers Mittelalter wegwerfen. Denn es wird ein Ja-Aber-Stream. Also ich werde sagen, ja, das gab's. Und wie man das Bild hat, genau so gab's. Aber so. Also schmeißt einfach, macht einmal leer, ne? Greift einmal in den Kopf rein, schmeißt das raus, wie im Mittelalter, aufsägen, reinpacken, rausschmeißen, fertig. Gut. Fangen wir mit dem ersten Gerücht an, nämlich der medizinischen Situation im Mittelalter und der durchschnittlichen Lebenserwartung. Ich hätte gern von euch da draußen mal einfach so in den Chat geschmissen eine Zahl. Was denkt ihr, wie war die Lebenserwartung der Menschen im Mittelalter? Also wie alt ist man so geworden? 35 sehe ich hier von Black Forest Painting. Schmeißt mal raus, um die 40 plus minus ein paar Jahre, 35 bis 40, 60 laut Regenbogenkrieger, 35, 34, 53, 51, nochmal 60, 70 von Kaerlin, 35 bis 40 von Blackjack TV, 50 bis 60. Niemals wurden die krass älter als 35. Gut. Erstes Gerücht, mit dem wir aufräumen. Die Lebenserwartung von Männern im Mittelalter lag, wenn sie die ersten 2 Jahre geschafft haben. Und das ist der Punkt. Wenn man die ersten 2 Jahre geschafft hat, lag die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern im Mittelalter bei etwa 60 Jahren. So, die Schätzungen gehen auseinander. Manche sagen 50 Jahre, manche sagen 60 Jahre. Jetzt ist es aber so, dass tatsächlich, je nachdem, also in schlechten Zeiten, also in Zeiten mit Hungersnöten, ist nur jedes zweite Kind über das zweite Lebensjahr hinausgegangen. In guten Zeiten, mit guter Versorgungslage, etwa jedes eins von ist jedes eins von 5 Kindern ist gestorben in den ersten 2 Jahren. Also 4 von 5 Kindern haben überlebt. Also diese extrem hohe Kindersterblichkeit, die zwischen 20 und 50% lag. Muss man sich überlegen, zwischen in guten Jahren und in schlechten Jahren muss man ein bisschen auseinandernehmen. Zwischen 20 und 50% aller Kinder haben das zweite Lebensjahr nicht geschafft. So. Dementsprechend geht natürlich die Lebenserwartung extrem nach unten. Also wirklich extrem nach unten. Wenn man das um diese Zahl bereinigt und all die rechnet, die die ersten 2 Jahre überlebt hat, dann kommt man tatsächlich bei Männern auf
50, 60 Jahre Lebenserwartung. Frauen deutlich weniger. Deutlich weniger. Frauen eher 40 Jahre. Männer hatten eine Lebenserwartung von 60 Jahren, Frauen eine von 40. Das liegt aber daran, dass sie bis zu diesem Alter 12 bis 18 Kinder geboren haben. Kein Scherz. Also eine Frau um die 40 hat 12 bis 18 Kinder zu dieser Zeit. Das ist ein guter Grund dafür, warum Frauen im Mittelalter eine deutlich geringere Lebenserwartung hatten im Durchschnitt als Männer. Ja, Lukas sagt es gerade, sein Opa hatte 10 Geschwister. Ist damals absolut üblich gewesen. Absolut üblich. Die einzige Zeit, in der Frauen nicht schwanger wurden, war, wenn sie schwanger waren. Das ist tatsächlich oft so, dass sie quasi schwanger wurden, kurz nachdem sie das Kind geboren haben. Das ging selbst, also es ging im Mittelalter extrem schnell. Also die Lebenserwartung von Frauen etwa 40 Jahre, die von Männern etwa 60 im europäischen Mittelalter. Und die hygienischen Bedingungen zu dieser Zeit waren echt grottenschlecht. Also wirklich grottenschlecht. Deswegen waren so die häufigsten Krankheiten, mit denen man sich auseinandersetzen kann, Krankheiten, die aufgrund mangelnder Hygiene stattfinden. Das war so die Leute. Also Ernährungsschwierigkeiten, also die Ernährungssituation war nicht sehr gut. Mangelernährung, schlechte Hygiene. Das führte dazu, dass die Leute im Leben sehr, sehr viel mit Krankheiten zu tun hatten. Bettwanzen, genau, auch das. Die reichen Leute hatten zwar deutlich weniger Probleme mit der Hygiene, also die haben in hygienisch deutlich besseren Bedingungen gelebt. Allerdings haben sich reiche Leute, Schwindsucht ist, ich komme gleich zu solchen Krankheiten. Schwindsucht ist im Prinzip eine Lungenkrankheit, also es ist Tuberkulose. Das hat sehr, sehr wenig mit hygienischen Bedingungen zu tun. Und an Pest, also die typischen Krankheiten des Mittelalters, des mittleren und späten Mittelalters, da komme ich später drauf. Ne, da kommen wir später hin. Die Reichen sind deswegen relativ schnell gestorben, weil ihre Ernährung zu 95% aus Fleisch bestanden hat. Die Adligen haben tatsächlich zu 95% Fleisch gegessen. Das war das Privileg der Adligen, Fleisch zu essen, während Gemüse, Obst und Getreide den armen Leuten vorbehalten war. Also die armen Leute haben Gemüse, Obst und Getreidebrei gegessen, die reichen Leute unglaubliche Mengen Fleisch, weswegen sowas wie Gicht so eine häufige Krankheit damals gewesen ist bei reichen Leuten. Man findet unglaublich viele Berichte über Könige, die im hohen Alter von der Gicht geplagt waren und Rheuma und beides Krankheiten, die durch die große Harnsäure im Fleisch mit verursacht wird. Viel rotes Fleisch. Zack. Deswegen haben die so viel Fleisch gegessen? Ob die aggressiver waren? Ich glaube, darüber gibt es keine vernünftigen Daten. Glaube ich nicht. Wenn Leute im Mittelalter krank waren, dann, das stimmt leider nicht. Wir kommen irgendwann noch mal aufs Arbeitsleben im Mittelalter gerne zurück, aber die Arbeitszeit im Mittelalter war weniger und kürzer als heute.
Also wir verbringen heute mehr Zeit mit Arbeit als die Menschen im Mittelalter. Und zwar selbst als die Unfreien. Selbst Sklaven im Mittelalter haben nicht so viel gearbeitet wie wir heute. Die hatten keine 40-Stunden-Woche, die haben weniger gearbeitet. Was daran liegt, dass man unglaublich viel kirchliche Feiertage hatte. Es gab wahnsinnig viel kirchliche Feiertage. Gut, kommen wir aber später drauf. Darum geht es heute nicht. Um die Arbeitswelt im Mittelalter geht es heute nicht. Die wenigsten Menschen im Mittelalter, wenn sie krank geworden sind, sind zum Arzt gegangen. Die meisten haben sich einfach zu Hause selbst geholfen, so gut wie sie eben konnten. Wenn man aber medizinische Hilfe brauchte, dann hatte man vier Möglichkeiten, wo man hingehen konnte. Theoretisch. Möglichkeit 1, die höchste Art der medizinischen Bildung, war der Medikus. Eine Stufe darunter stand der sogenannte Wundarzt. Eine Stufe darunter der Bader oder Baderchirurg. Und dann noch eine Stufe drunter, zumindest in der Art der Medizin, die sie anbieten konnten und durften, Klöster, Waisenfrauen und Schmiede. Könnt mir bitte das Wort Kräuterhexe weglassen? Es gab noch keine Hexen im Mittelalter. Kein Witz. Der Hexenhammer ist deutlich später geschrieben. Die Idee mit Hexenverbrennung ist eine Idee der Renaissance. Da haben wir im Mittelalter nichts mit zu tun. Hexen, bitte mal rausstreichen aus dem Mittelalter. Das gehört da nicht hin. Das ist Renaissance. Der Hexenhammer ist. Wir haben irgendwann was zur Inquisition. Das ist alles später. Wirklich alles später. Und ihr werdet gleich erfahren, warum. Ja, das ist. Ich kämpfe dagegen an. Wir machen heute mal Bildung und kümmern uns nicht darum, dass es da irgendwelche Hexen gibt, die verbrannt worden sind und so weiter. Tatsächlich wurden die damals weise Frauen genannt. Und es war völlig legal und völlig in Ordnung, als weise Frau zu arbeiten. Und es ist nicht passiert, dass du hingerichtet worden bist, weil du eine weise Frau warst. Vergesst es mal bitte. Streicht das aus eurem Kopf. Das ist Bullshit. Das stimmt nicht fürs Mittelalter. Das kommt viel später. Richtig, ab 1500 geht das los. So. Hört auf den alten Mann. Ganz genau, Kaihalin. Gut. Die einfache Bevölkerung konnte sich Anfang des Mittelalters oder im Hochmittelalter eine medizinische Versorgung durch einen Arzt nicht leisten. Also es war einfach am Anfang nicht finanzierbar. Und weil das so war, haben mit Bildung der Städte im ausgehenden Hochmittelalter die Räte Stadtärzte eingestellt. Das heißt, Stadträte sind hingegangen und haben Ärzte eingestellt, die für die Stadt arbeiten und in der Stadt Leute behandeln sollten. Es gab also das erste öffentlich durch Steuern finanzierte Medizinsystem im ausgehenden Hochmittelalter, also so um 1200, 1250. Es gibt viele Medizinalordnungen von damals, die erhalten geblieben sind. Und darin wurde Folgendes festgehalten: Regeln, die ein Medikus, also ein studierter Arzt, als angestellter Stadtarzt einzuhalten hatte
Und zwar Nummer 1. Nimm bescheidene Honorare. Es hatte sich am Anfang, als es noch sehr wenige Ärzte gab und in erster Linie die Adeligen sich ihren heißgeliebten Heimarzt gehalten haben, hat sich herausgestellt, dass Ärzte sich dumm und dusselig am Schicksal der Menschen verdient haben. Die Medizinalordnung aus dem späten Mittelalter, aus dem späten Hochmittelalter hat festgelegt, sei bescheiden, kein Wucher. Die nächste Regel, Leute, die arm sind, mussten von Ärzten kostenlos behandelt werden. Und das war auch möglich, weil der Arzt ja sein Geld von der Stadt bekommen hat. Das heißt, die Stadt hat den Arzt bezahlt und dafür musste der Arzt arme Leute kostenlos behandeln. Wir reden hier über das dunkle, fiese, finstere Mittelalter. Kostenlose medizinische Versorgung für arme Leute in Städten. Finanziert durch die Steuern der reichen Leute in der Stadt. 1250 ungefähr. Dann waren den Ärzten verboten, selber Medikamente herzustellen. Es gab damals schon die klare Trennung von Apothekern und Ärzten. Und das hat einen sehr guten Grund. Wenn ein Arzt selber die Medikamente herstellt, die er dem Patienten gibt, dann kam schnell das Problem auf, dass ihm gesagt worden ist, er hätte dem Patienten Gift gegeben. Jetzt gibt es dann aber den Beruf des Apothekers, der Apothekarius, der sich mit den Kräutern auskennt, der sich mit den Medikamenten auskennt. Von dem kauft der Arzt die Medikamente. Das heißt, der Apotheker kennt nicht den Patienten, stellt also das beste Medikament her. Der Arzt stellt das Medikament nicht her und gibt es dem Patienten. So wurde sichergestellt, dass man zwei Instanzen in der Behandlung von Patienten hat. Finde ich einen großartigen Schritt, hat sich bis heute gehalten. Bis heute ist es so, dass Apotheker nicht Ärzte sind und Ärzte nicht Apotheker. Es wird langsam so ein bisschen ausgeweicht dadurch, dass Ärzte so viele Proben von Pharmaunternehmen bekommen und die direkt rausgeben. Aber du hast immer das Vier-Augen-Prinzip. Und das ist sehr wichtig. Dann waren Ratsärzte dazu verpflichtet, zu Patienten nach Hause zu kommen. Ratsärzte oder Medizinalräte, wie sie auch so schön hießen, waren dazu verpflichtet, Patienten zu Hause zu besuchen, wenn es ihnen schlecht geht. Man konnte also hingehen und den Medikus rufen. Der Medikus kommt zu einem nach Hause und kümmert sich um einen. Und wenn man arm ist, muss man ihm nicht mal was bezahlen, weil der Rat das macht. Finsteres Mittelalter. Der Arzt durfte nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Stadtrates über Nacht die Stadt verlassen. Das ist schon krass. Das heißt, der Arzt war verpflichtet, immer da zu sein. Und nur wenn ihm gesagt worden ist, du darfst über Nacht weggehen, dann durfte er Leute außerhalb der Stadt besuchen über Nacht. Ansonsten war das mit wirklich hohen Strafen belegt. Damit nicht nur die Ärzte kontrolliert sind, sondern auch die Apotheker, war der Arzt, der Medizinalrat, also der öffentlich bestellte Arzt einer Stadt, dazu verpflichtet, ein bis zweimal im Jahr jede Apotheke zu besuchen und zu kontrollieren, ob die wichtigen Medikamente in ausreichender Menge vorrätig sind, sollte eine große Seuche über die Stadt kommen, dass in der Stadt genug Medikamente sind, um alle Leute zu versorgen. Der Apotheker war zwar dazu verpflichtet, diese Medikamente vorrätig zu halten, aber der Arzt war dazu verpflichtet, den Apotheker zu kontrollieren, ein bis zweimal im Jahr. Und das finde ich auch ziemlich cool für diese Zeit schon,
Es gab sowas wie ein Gesundheitsamt, denn der Medizinalrat war dazu verpflichtet, vertraglich ungewöhnliche Krankheiten, also Krankheiten, die er vorher noch nicht gesehen hat, oder ungewöhnliche Häufungen von Krankheiten an den Stadtrat zu melden bei einer Stadtratssitzung. Wenn ich mir diese Medizinalordnung angucke, die ist aus dem 13. Jahrhundert. Das ist echt lange her. Dann finde ich, kann man nicht davon sprechen, dass das Mittelalter total finster und so weiter gewesen ist. Das sind sehr fortschrittliche Gedanken. Das ist ein ziemlich ausgeprägtes Sozialsystem. Bescheidene Honorare, immer da sein und so weiter. Das ist ziemlich gut. Also das geht weit über das hinaus, was das Mittelalter für einen Ruf hat. So. Dementsprechend hatten Ärzte eine relativ hohe gesellschaftliche Stellung. Ne, ich rede von, ne, Tornado, es ist richtig, ich rede von der Stadt. Auf dem Land fehlt meistens die Schicht des Medikus komplett. Da sind nur die medizinischen Berufe darunter. Die Ärzte, der Medikus hatte eine relativ hohe gesellschaftliche Stellung und gleichzeitig einen extrem schlechten Ruf. Also die Leute hatten Angst vor Ärzten. Was daran lag, dass wenn ein Arzt einen besucht hat, was ja erst passiert ist, wenn man eine Krankheit hat, für die man auch einen Arzt ruft. Also niemand ist für eine Erkältung zum Arzt gegangen. Das heißt, die Leute sind immer erst zum Medikus gegangen oder haben den gerufen, wenn es wirklich, wirklich schlimm war. Und dementsprechend wurden Ärzte mit Tod verbunden. Denn natürlich waren die technischen Mittel der Ärzte, trotz all dieser fortschrittlichen Organisation und dieses sozialen Systems, waren die technischen Mittel, die Ärzten zur Verfügung standen, und auch das Wissen recht eingeschränkt. Petrarca, ein bekannter Schreiber aus dem Mittelalter, hat 1347 oder sowas an einen Freund geschrieben: Ich weiß, dein Krankenbett von Ärzten belagert. Dies ist für mich ein erheblicher Grund zur Furcht. Heißt, Ärzte waren berüchtigt. Wirklich berüchtigt. Denn ganz oft, wenn ein Arzt kam, ist der Patient auch gestorben. Also, Ärzte hatten jetzt nicht so eine Erfolgsquote wie heute, wenn sie erstmal gearbeitet haben. Es gab aber, und das muss man zur Ehrenrettung sagen, und dazu findet man diverse Schriften, es gab zwei Arten von Medici, also von studierten Ärzten. Das eine waren absolute Pfuscher in jeder Hinsicht, und die anderen können selbst nach heutigen Maßstäben als Gelehrte bezeichnet werden. Um das so ein bisschen auseinanderzuhalten, die Denke, die da drin war, die ich heute als Pfuscher bezeichnen würde, fielen auf durch übermäßigen Aderlass. Auf den Aderlass gehe ich gleich nochmal ein. Keine Gerüchte zu Aderlass in den Chat streuen, da kommen wir nachher zu. Also, übermäßiger Aderlass war ein Zeichen für Kurpfuscher. Dann war es bei Pfuschern üblich, offene Wunden mit Talg oder sehr, sehr heißem Öl zu behandeln. In der Meinung, das wäre gut. Denn, und das ist auch etwas, was damals bei etwa der Hälfte der Mediziner gewesen ist, sie waren der Meinung, Eiter super. Wenn eine Wunde eitert, spitze, muss so sein.
Eiter ist top. Blutegel ist kein Zeichen von Pfuschern, sondern von guten, aber nicht Ärzten, sondern Badern und Klöstern. Da kommen wir aber gleich hin. Also, Pfuscher, übermäßiger Aderlass, Wunden mit Öl oder ranzigem Fett behandeln. Die Ansicht, Eiter wäre total gut, das muss so sein, das ist wichtig, man braucht sehr viel davon. Richtig, frittierte Wunde. Genau, Plato hat gesagt, wo Eiter ist, da lass ihn fließen. Auch Plato fand das super, hat sich lange festgelegt. Zum Glück nicht bis heute. Eiter ist nicht geil. Und auf der anderen Seite gab's die Gelehrten. Also die, die ich auch heute als gelehrte Ärzte bezeichnen würde. Und von denen gab es viele. Und die haben sehr erfolgreich behandelt im Mittelalter. Zum Beispiel haben die Wundsäuberung mit Alkohol betrieben und nicht mit Öl. Das heißt, die haben Wein oder Schnaps benutzt, um damit Wunden zu reinigen. Gerne wurde zum Wundenreinigen auch der sogenannte Theriak benutzt. Theriak war ein festgelegtes Gemisch aus Wein und verschiedenen Kräuterauszügen. Unter anderem war dann da drin auch Alraune, Mohn, Opium in dem Wein drin, was dann nicht nur dazu geführt hat, dass durch den Alkohol im Wein die Wunde desinfiziert wurde, sondern durch die Kräuter da drin sind auch die Schmerzen in der Wunde gestillt worden sind. Ab wann die Betäubung kam, kommt gleich. Ja, Urin wurde auch benutzt und zwar zum Teil durchaus zum Vorteil der Menschen, denn Urin ist steril. Tatsächlich ist der Urin eines gesunden Menschen absolut steril. Urin auf eine Wunde zu geben, durch die Harnsäure zerstört man die Bakterien, die in der Wunde sind, ist nicht ganz verkehrt. Wodurch kamen die Leute auf diese Idee mit Eiter ist super? Es gab, ich muss kurz ein anderes Buch nehmen, weil ich die Zeichnung darin suche. Da ist sie. Man sieht, dass hier Seiten rausfallen, wie oft ich dieses Buch schon benutzt habe. Es gab im Mittelalter eine Theorie, wie die Welt aufgebaut ist, wie jeder Organismus aufgebaut ist, wie die ganze Welt funktioniert. Man kennt es, und ich denke mir, viele haben das schon gehört, als das Vier-Säfte-Modell. Ich denke, genau, die Vier-Säfte-Lehre. Al Gore schreibt es gerade. Ein Modell, nach dem damals eigentlich alles eingeordnet wurde. Man fing damit an, Trinket auf Trinket. In der Basis steht der Mensch mit seiner Dualität, Mann und Frau, und seinen vier Säften. Und diese vier Säfte, wo wir gerade trinken, das war Orangensaft, zählt nicht dazu, sind Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Wie Tornado gerade schreibt. Beim gesunden Menschen sind diese vier Säfte alle im Einklang miteinander. Alles ist im Gleichgewicht, alles funktioniert, alles fließt, klingt fast nach Zen. Funktioniert. Diesen vier Säften wurden bestimmte Eigenschaften zugeordnet. Und zwar, Blut stand für den
Frühling und die Kindheit und Blut als Sanguis. Tornado, du spoilerst. Lass mich doch erstmal ausreden, junger Mann. Das ist ja furchtbar. Also, Blut steht für den Frühling. Die Kindheit ist der Luft zugeordnet von den Elementen. Den Sternbildern Zwilling, Stier und Widder. Das Wort Sanguinica kommt daher, also ein heißblütiger, ein heißblütiger, aufbrausender Mensch, der viel unterwegs ist, ist der Sanguinica. Dann haben wir als nächstes den. Nee, das war der Frühling. Ich gehe weiter zum Sommer erst. Der Sommer ist die sogenannte helle Galle oder schwarze Galle. Der wird der Jugend zugeordnet. Und die Galle ist die Cholera. Also, so heißt das Organ auf Latein. Und dementsprechend ist jemand, der zu viel Feuer und gelbe Galle in sich hat, ein Choleriker. Man kennt es noch heute aus, dem geht die Galle über. Ja, also hat man sicher schon mal gehört, boah, ihm geht so richtig die Galle über. Das kommt daher. Dieser Spruch kommt aus dem Vier-Säfte-Modell. Dem Ganzen wird auch noch zugeordnet Mars, der Apostel Paulus, die phrygische Musik, also phrygische Tonart in der Kirchentonart, Jungfrau, Löwe und Krebs und der Sommer. All das ist der hellen oder gelben Galle zugeordnet. Dann haben wir den Schleim oder auch Winter. Dem wird das Greisenalter zugeordnet oder auch Wasser ist. Schleim, die lateinische Übersetzung davon ist Phlegma, also der Phlegmatiker, der sehr zäh ist. Der Winter geht so zäh dahin. Das ist der Phlegmatiker, der zu viel Schleim in sich hat. Kennt man, wenn man erkältet ist, dann ist man langsam, dann kommt der Schleim raus. Das hat man immer im Winter. Ne? Und wenn man hustet und es kommt Schleim raus, aha, zu viel Schleim im Körper muss rausgehustet werden, ist also einer der Säfte. Relativ einfach. Zugeordnet Fisch, Wassermann, Steinbock. Die dorische Tonart, Mond, Apostel, Petrus. Und der Schleim macht träge und töricht. Und als letztes haben wir noch die dunkle Galle, den Herbst. Ich mache das extra als letztes. Melanin, der schwarze Farbstoff. Cholera, die Galle, der Melancholiker. Schwarze Galle, Melancholiker. Erde ist als Element zugeordnet. Der Herbst, das Mannesalter. Es macht trotzig und unverschämt, wenn man zu viel melancholische Galle hat. Es ist die mixolydische Tonart. Waage, Skorpion und Schütze sind dem zugeordnet. Ihr seht, das Vier-Säfte-Modell war viel, viel mehr als einfach nur, oh ja, es gibt da Blut und gelbe Galle und schwarze Galle. Das Modell war viel größer. Es war tatsächlich eine Philosophie, die der Medizin zugrunde lag. Und deswegen war man der Meinung, wenn Eiter aus einer Wunde herauskommt, dann ist offensichtlich zu viel davon im Körper. Und wenn man also die Wunde behandelt und es kommt noch mehr Schleim, Eiter, eine Mischung aus gelber Galle und Schleim, kommt aus dieser Wunde raus, dann ist das gut, weil es kommt ja aus dem Körper. Und wenn es aus dem Körper rauskommt, belastet es den Körper nicht mehr. Grundsätzlich
wenn einem das Wissen von Blutkörperchen fehlt und einem das Wissen davon, was Eiter eigentlich ist, wie das Blut zusammengesetzt ist, muss man sagen, dass das empirisch gesehen nicht so blöd ist. Es funktioniert nur nicht. Natürlich gibt es noch Leute, die an den Mist glauben. Irgendwelche Querdenker haben Pferdeentwurmungsmittel genommen, weil sie denken, das hilft besser als eine Impfung. Natürlich gibt es heute auch noch Leute, die an den Quatsch glauben. Aber es ist halt schon so ein bisschen überholt. Ich habe eben gesagt, die meisten Leute kamen sehr spät erst zum Medikus, weil sie ihn sich auch gar nicht leisten konnten und auch gar nicht leisten wollten. Also ist man sehr spät dahin gegangen und dann war meistens auch schon der Zeitpunkt, wo man schwere chirurgische Eingriffe brauchte. Bis zu den Kreuzzügen sahen OPs so aus. Der Patient hat tatsächlich große Mengen Alkohol bekommen, wurde fixiert, hat eine Kappe über den Kopf bekommen, damit die Augen zu war und er sich den Scheiß nicht angucken musste. Und jemand hat sich neben den Patienten gesetzt und hat ihm die Passion Christi zum Trost vorgelesen, um ihm zu sagen, guck mal, Jesus ging es viel schlechter. Der hat viel mehr gelitten. Also stell dir nicht so an. Das war so eine OP-Vorbereitung. Die Patienten wurden mit Lederriemen fixiert und dann einfach bei vollem Bewusstsein, ja, die Passion Christi wurde zum Trost vorgelesen. Die Leidensgeschichte eines anderen sollte dem Patienten Trost sein. Den anderen geht's schlechter. Also stell dich nicht so an. Mit den Kreuzzügen kam aus dem Orient neue Medikamente und ein Medizinbuch, das die Medizin in Europa revolutioniert hat. Das Buch wurde hier gehandelt als die medizinischen Lehren von Avicenna, dem Heiligen. Avicenna wurde als ein unglaublich großer heiliger Arzt gehandelt und das Buch war das Standardbuch seit den Kreuzzügen für Leute. In Wirklichkeit war Avicenna nicht Avicenna, sondern Ibn Sina. Und Ibn Sina war ein Arzt aus Bagdad. Das kam jetzt natürlich hier nicht so gut an, dass man ein Buch von einem Arzt aus Bagdad nimmt. Deswegen hat man ihn eben umbenannt in Avicenna. Das klang irgendwie lateinisch und das war schon ein guter Christ. So. Ibn Sina hat ein sehr, sehr gutes, für die damalige Zeit sehr, sehr gutes Medizinbuch geschrieben und es kamen Betäubungsmittel zu uns. Und zwar Opium, Alraunwurzel, Bilsenkraut und Mohn. Das wurde dann vor Operationen meist als eine Tinktur gemischt, auf einen Schwamm gegeben und der Schwamm wurde dem Patienten aufs Gesicht gedrückt. Er hat das Ganze getrunken, eingeatmet und hat dadurch eine Betäubung bekommen tatsächlich, die funktioniert hat. Das heißt, mit den Kreuzzügen wurde die medizinische Versorgung hier viel besser. Gehen wir weg vom Medikus. Kommen wir weg von dem, der da studiert ist und super geil und kommen zum sogenannten Bader oder Wundarzt. Also, wenn ihr Rollenspiel macht, werden eure Charaktere, wenn sie in die Stadt kommen und ihr ein Rollenspielsystem spielt, das nicht über magische Heilung verfügt. Also, ihr könnt euch überlegen, übrigens, so sah Heilkunde, sieht Heilkunde Wunden aus. Das ist das, was Heilkunde Wunden macht. Oder Erste Hilfe. Der Bader oder Wundarzt war die nächste Stufe. Was musste man machen? Man hat eine dreijährige Ausbildung gemacht zum Bader oder Wundarzt. Es gehörten Wanderjahre dazu. Man musste also bei mehreren anderen Badern in die Lehre gehen. So sollte verhindert werden, dass man nur an einer Stelle lernt,
sondern dass man an mehreren Orten lernt und sich das Wissen dadurch verbreitet. Das war damals schon in der Standesordnung vorgegeben. Was waren die Aufgabe der Bader und Wundärzte? Zum einen Aderlass und Schröpfen war eine Aufgabe, die sie hatten. Schmerzbehandlung war sehr wichtig. Verbände und Verbände wechseln, Salben und Arzneien geben, Zähne behandeln, einfachste Wund- und Geschwürbehandlung und einfache Chirurgie. Darüber hinaus Bart und Haare schneiden und eine Badewanne einlassen. Das waren die Aufgaben des Baders. Das hat er so gemacht. Das war sein Job. Und danach gab es dann die sogenannten weisen Frauen in der nächsten Kategorie. Und die haben tatsächlich in erster Linie mit Kräutern, Tees und Tinkturen, Dämpfen und so weiter gehandelt. Also im Prinzip das, was man heute als Haus- oder Naturmedizin bezeichnet, war die Aufgabe von Klöstern, weisen Frauen und so weiter. Das ist die Basismedizin sozusagen. Dementsprechend ist man, wenn man krank war, zuerst zur weisen Frau, Schrägstrich zum Kloster gegangen, um sich da helfen zu lassen, wenn das zu Hause nicht von alleine geholfen hat. Danach, wenn er denn verfügbar war, zum Bader oder Wundarzt. Wenn das alles nicht geholfen hat, ist man gestorben oder zum Medikus gegangen. Und dann gestorben oder gesund geworden, man weiß es nicht. Grundsätzlich waren Krankheiten zu dieser Zeit mit sehr viel Aberglauben behaftet. Den Menschen waren Krankheiten unheimlich, weil sie sie nicht verstanden haben. Sie wussten nicht, woher kommt es, warum kommt das, habe ich was falsch gemacht? Es gab damals noch den sehr starken Sündenglauben, das heißt, ich werde krank, weil ich eine Sünde begangen habe. Das war für Leute sehr, sehr schwierig. Und erst recht, wenn man an Krankheiten geht, wo man heute noch einen guten Arzt braucht teilweise, um sie zu erkennen. Schlaganfall, plötzlich auftretende Lähmungen, Herzinfarkt, Tollwut. Das waren alles Krankheiten, die für die Menschen wie eine Gottesstrafe waren. Niemand kannte die Ursache. Man wusste nicht, wenn jemand einen Schlaganfall hat, dass ein Gefäß im Kopf verschlossen war. Man wusste nicht mal, wofür das Gehirn da war. Also man ging damals noch dafür aus, dass das Gehirn für Blutkühlung zuständig war. Man hat gesehen, dass da so ganz viele Blutgefäße drauf waren. Es war alles so groß, man hat keine Funktion gesehen. Also dachte man, das Gehirn und der Kopf waren dafür da, um das Blut zu kühlen. Man weiß das ja auch, wenn man sich aufregt, dann steigt einem so die Hitze zu Kopf. Okay, muss ja einen Grund haben, die Hitze steigt zu Kopf. Also wird die Hitze über den Kopf abgelassen. Ach, dafür ist das Gehirn da. Weil man halt keine Ahnung von Nervenzellen oder sonst was hat. Das heißt, das Blut war einfach nur dafür da, das Gehirn zu kühlen. Dementsprechend war sowas wie ein Schlaganfall völlig unvorhersehbar. Man hatte keine Ahnung, warum, was passiert da, was ist da, warum ist das da? Keine Ahnung. Und dementsprechend war das natürlich unheimlich. Sehr unheimlich. Und deswegen wurde auch in der Medizin damals ganz, ganz viel experimentiert. Und man hat einfach, na, ich mach das, vielleicht hilft's. Und manchmal half's. Durch Glück. Bei starken Kopfschmerzen, die zur Lähmung führten, wurde ein Loch in den Kopf gebohrt. So. Und das wurde gemacht, weil man dachte, da sind böse Dämpfe im Gehirn. Und was soll man sagen? Das hat tatsächlich sogar gar nicht so selten geholfen. Denn für diese starken, dauerhaften, immer anhaltenden Kopfschmerzen war oft sowas wie ein Hirnödem oder eine Hirnblutung zuständig.
Und durchs Aufbohren des Kopfes konnte dieser Druck aus dem Kopf raus und es hat manchen Leuten sogar geholfen. Also deswegen wurde die Trepanation, die Schädelöffnung, erstaunlich häufig gemacht. Und manchmal hat es auch geholfen. Ich möchte einen kurzen Text vorlesen zum Thema Aberglaube bei Behandlung von Krankheiten. Es stärkt das schwache Auge gewaltig, wenn man die Augen einer Kröte entnimmt und sich selbst um den Hals hängt. Ein Hundebiss heilt nur wieder vollkommen, wenn man von dem betreffenden Hund Haare auf die Wunde bindet. Gegen Nasebluten hilft, wenn man den kleinen Finger der linken Hand fest mit einem Faden zubindet. Wenn das nicht hilft, so nimm aus dem Gebeinhaus die Hirnschale eines Menschen, lege sie auf eine Röste, dörre sie und zerstoße sie zu Pulver. Trinke das Pulver mit warmem Bier. Gegen Fallsucht ist günstig, um Johannes, also 24. Juni, 13 lebendige Maulwürfe in einen unglasierten Topf zu legen, der zugedeckt und verkittet wird. Dann wird der Kopftopf so lange auf glühende Kohlen gelegt, bis die Maulwürfe gut durchgebrannt sind, worauf man sie zu Pulver zerstößt. Davon nehme man eine halbe Messerspitze voll in Milch. Schneidet man einer ganz schwarzen Katze ein Loch ins Ohr und lässt die Tropfen von ihrem Blut auf ein Stück Brot laufen und isst dieses, so hilft das gegen Fieber. Hat jemand Flechten im Gesicht, besonders auf der Stirn, so muss eine fremde Person hinzutreten und ihm unvermutet, also ohne dass er es ahnt, ins Gesicht spucken. Wer Gelbsucht erleidet, muss eine gelbe Rübe aushöhlen, seinen Harn hineinlassen und die Möhre alsdann in die Sonne hängen, bis sie trocknet. Dann ist er geheilt. Zahnschmerzen werden geheilt, wenn man im Beinhaus einen Zahn, den man einem Totenkopf ausbrechen muss, holt und in den Mund nimmt. Aber um Mitternacht muss das sein. Das waren Hinweise in einem Medizinbuch. Das wurde Leuten so beigebracht. Besonders gern wurden auch Mumien benutzt. Mumien wurden so gemacht, dass man das Blut des Kranken nimmt und in eine Eierschale füllt und die mit einer Harnblase fest verschließt und unter eine brütende Henne legt. Wenn die Henne ihr Gehege verlässt, war das Innere im Ei zu einer fleischähnlichen Masse geworden. Ja, das Blut ist geronnen. Jetzt musste man das Ganze nur noch zusammen mit Brotteig in den Backofen geben und dann mit dem ausgebackenen Brot war die Mumie fertig und konnte gelagert oder gleich gegessen werden. Das sind Heilmittel, die es damals so gegeben hat. Ja, so war's. Das sind Heilmittel des Mittelalters. Wenn man über mittelalterliche Medizin spricht, kommt man über Samo-Ratte, ich bin gerade durch den Titel hier gelandet. Schreibe eine Fanfiction, die mit Rückblenden im Zeitraum 1455 bis 1525 spielt. Inwieweit darf ich mir dabei Verletzungen künstlerische Freiheit erlauben, wenn das jetzt nicht zu weit holt? Du darfst dir jede künstlerische Freiheit erlauben, die du willst. Ist doch dein Buch. Aber wenn du willst, lernst du hier was. Also, künstlerische Freiheiten gehen immer. Es gibt eine mittelalterliche Behandlung, die immer wieder erwähnt wird, wenn man über Medizin früher spricht. Ihr dürft jetzt exakt eine medizinische Behandlung posten in den Chat, die ihr mit mittelalterlicher Medizin verbindet. Go! Schreibt. Ja, da ist es. Da kommen jetzt noch Kuhfladen und Quecksilber. Quecksilber spielt auch eine Rolle. Aber ja, Aderlass ist das, was am häufigsten genannt wird. Und ja, Aderlass
war eine verbreitete Methode im Mittelalter. Allerdings war es, und Blutegel sind quasi auch eine Art des Aderlass. Also Blutegel und Aderlass fallen in die exakt gleiche Kategorie, Schröpfen auch. Ich erklär's. Fangen wir damit an. Wir haben immer noch das Vier-Säfte-Modell im Kopf. Ne? Also wir haben immer noch das Vier-Säfte-Modell im Kopf. Blut, schwarze Galle, gelbe Galle und Schleim. Das heißt, Blut ist ein Saft, der sehr, sehr wichtig ist. Also hat man Menschen zur Ader gelassen. Und zwar nicht nur zur Heilung, sondern auch zur Prävention. Also es war durchaus etwas, was man gemacht hat, egal ob derjenige krank war oder nicht. Bei Kindern unter 6 und alten Leuten über 70, und diese Regel wurde festgelegt, ne? Über 70, das heißt, da gab es genug, sonst hätte man für die keine Regel gemacht, hat man statt eines Aderlass Blutegel genommen und die an Hals, Schultern, Armbeugen, also in die Armbeuge oder hinten in die Kniebeuge gesetzt. So ein Blutegel, der nimmt nicht viel. Das war der Aderlass. Vom 15. bis zum 50. Lebensjahr wurden Männer 3 bis 4 Mal im Jahr zur Ader gelassen. Nicht öfter. 3 bis 4 Mal im Jahr. Ab dem 50. Lebensjahr nur noch einmal. Das waren medizinische Regeln, nach denen gehandelt wurde. Wenn einer mal 80 geschafft hat, dann wurde er gar nicht mehr zur Ader gelassen. Das ist einfach nicht passiert. Jetzt kommt ein Missverständnis. Frauen wurden häufiger zur Ader gelassen als Männer. Wir denken wieder an das Bild, da kommt Eiter raus, das ist gut. Der Körper sagt, da ist ein Saft zu viel, der kommt raus. Ich muss ihm helfen, indem ich dafür sorge, dass viel Eiter da ist. Frauen wurden häufiger zur Ader gelassen als Menschen, als Männer, als Menschen. Schön, so stand es in dem mittelalterlichen Text. Es gab Frauen und Menschen. Frauen wurden häufiger zur Ader gelassen als Männer, und zwar alle 2 Monate. Warum? Weil dem mittelalterlichen Menschen der weibliche Körper gezeigt hat, dass er zu viel Blut hat. Und zwar einmal im Monat. Das heißt, die Frau blutet ja an sich schon sehr viel. Also helfe ich doch diesem Körper, der die ganze Zeit damit kämpft, dieses Blut loszuwerden, und nehme noch was ab. In der Logik, dass der Körper blutet, weil er zu viel Blut hat und zu viel Blut schlecht ist, ergibt das ja durchaus Sinn. Dass es kontraproduktiv war, wussten die Leute nicht. Aber die Idee dahinter, warum Frauen häufiger zur Ader gelassen wurde, ist, weil sie eh so viel geblutet haben und man dem Körper helfen wollte. Also Frauen hatten sowieso viel mehr schädliche Säfte und das wurde denen sowieso nachgelassen. Die Menge, die abgezapft wurde, war übrigens relativ gering. Im Alter bis 30 hat man ungefähr 2 Fingerhut voll Blut abgenommen bei einem Aderlass. 2 Fingerhut voll mit Blut bei einem Aderlass bis zum Alter von 30. Diese Idee, dass Menschen zu Tode zur Ader gelassen wurden, ist
Ja, auch Dauerschwangere wurden zur Ader gelassen. Wenn man schon mal dabei war, hat man damit auch weitergemacht. Die Idee, dass so viel Blut abgezapft worden ist, bis der ganze leer war, war totaler Unfug. Also das ist Bullshit. Es gibt immer wieder Berichte davon, wie irgendwelche Ärzte von Königen den so lange zur Ader gelassen haben, bis er gestorben ist. Das stimmt sogar. Aber grundsätzlich war die Prozedur des Aderlasses im Mittelalter etwas relativ Normales. Wie wurde es gemacht? Es wurde mit einem kleinen Messer in die Ader geschnitten. Also es wurde nicht eine Kanüle reingestochen, weil sowas gab es nicht. Es wurde mit einem kleinen Messer in die Ader geschnitten. Dabei wurden drei Adern im Arm unterschieden. Die Herzader, die Leberader und die Mittelader. Das waren die drei, die unterschieden wurden. Und je nachdem, welche man davon angeschnitten hat, konnte man damit unterschiedliche Zustände heilen. Also, am Aderlass sind nicht viele gestorben. Also das war echt nicht so schlimm. Das war ein Standarddings. Es wurde ständig gemacht. Es war ein Standardverfahren, was bei jedem Menschen regelmäßig gemacht worden ist. Wie gesagt, es war ein Messer. Es gibt so Apparate, so Kästen, da ist oben ein Schalter drauf. Und man legt es auf den Arm und drückt auf den Knopf und durch einen Federmechanismus, tschack, kommt unten so eine kleine Klinge raus und die schlägt quasi in die Ader rein, um sie damit zu öffnen. So wurde das gemacht. Flite nannte sich das Gerät. Wie sah das Medizinstudium aus? Wie hat man Medizin studiert? Die erste Hochschule im Abendland, also hier bei uns, also die erste Möglichkeit, Aderlass konnten sich viele leisten. Das hat ja auch der Bader gemacht. Das ist ja völlig in Ordnung. Der Baderchirurg hat das gemacht. Der war günstig. Da konnte man hin. Die erste Hochschule im Abendland, also in Europa, wurde Ende des 10. Jahrhunderts eröffnet, und zwar in Salerno. Und Salerno hat auch eine absolute Besonderheit. Punkt 1, es war die erste Uni. Das heißt, die Bücher, mit denen sie gelehrt haben, kamen nicht von hier, sondern aus dem Morgenland, aus Arabien. Und dementsprechend war die Medizin unserer um ein Vielfaches überlegen. Und deswegen galt Salerno lange als eine der besten Universitäten, die es überhaupt in Europa gab. Und es gab noch eine Besonderheit in Salerno, und das war, dass dort Frauen Medizin studieren konnten. Es waren die sogenannten Salinerinnen. Und das waren wirklich hochgerühmte Ärzte in Italien, die dort ihren Dienst gemacht haben. Ja, das waren Heiden, aber ich habe ja eben gesagt, man hat diesen Kniff gemacht und hat aus Ibn Sina Avicenna gemacht. Und wir kommen gleich noch zu einem anderen Punkt bei den Unis, wo Wissensdurst und Forschung über Kirche stand. Weit. Also, 10. Jahrhundert, Salerno, Frauen durften Ärzte werden. Es wurde gemischt unterrichtet. Frauen und Männer haben zusammen gelernt in der Universität von Salerno. Die war 100 Jahre ungefähr ziemlich alleine. Und um Medizin zu studieren, also wirklich zu studieren, musste man nach Salerno. Vom 12. bis 15. Jahrhundert kamen dann jede Menge Universitäten dazu. Montpellier war eine unglaublich gute Uni. Nur leider ist dann etwas ziemlich Beschissenes passiert. Die Kirche hat immer mehr Einfluss auf die Universitäten gewonnen. Das führte dazu, dass vieles an Wissen eingeschränkt worden ist, dass Frauen nicht mehr unterrichtet werden durften. Später führte, dass Frauen nicht mehr unterrichtet werden durften, dazu, dass Frauen nicht mehr praktizieren durften, weil hinterher festgelegt worden ist, dass nur noch praktizieren darf,
wer studiert hat. Das heißt, die haben gesagt, ja, wir verbieten den Frauen ja nicht zu praktizieren. Ach so, die dürfen nicht studieren. Ja, ist doof, ne? Schade. Also es wurde so in Stufen wurden Frauen aus diesem Beruf rausgedrängt. Darüber hinaus sind nicht nur Frauen verbannt worden aus den Universitäten durch die Kirche. Seit 1163 durften an medizinischen Universitäten auch keine blutigen OPs mehr durchgeführt werden. Und ab diesem Zeitpunkt gab es eine Aufspaltung, eine weitere Aufspaltung des medizinischen Berufs. Auf der einen Seite hatten wir den Medikus, das waren Theoretiker, das waren Wissenschaftler, die haben über Krankheiten diskutiert und haben andere Leute beraten beim Behandeln. Und auf der anderen Seite gab es die Chirurgen, das waren die Praktiker. Merkt man übrigens heute noch, finde ich, Chirurgen sind einfach keine Ärzte. Wir haben also Ärzte auf der einen Seite, Chirurgen auf der anderen Seite, Wissenschaftler und Handwerker. Die Chirurgen waren ab diesem Zeitpunkt auch nicht mehr in den Gilden der gelehrten Leute, sondern in den Handwerksgilden organisiert. Chirurgen waren damals tatsächlich einfach Handwerker. Es war kein heilender Beruf, das waren Handwerker. Es gab ein paar Ausnahmen. Friedrich der Zweite, Barbarossa, nee, der Friedrich der Erste war Barbarossa. Friedrich der Zweite, der kleine Sizilianer, wie er auch genannt worden ist, hat der Uni in Salerno befohlen, dass sie auch Chirurgie und, festhalten, Anatomie unterrichten. Anatomie war verboten. Also das Öffnen von Leichen. Allein durch das Edikt Friedrichs II. Gab es in Salerno Anatomiestudien. Das heißt, man hat sich menschliche Körper angeschaut. In keiner anderen europäischen Universität hat man das zu dem Zeitpunkt noch gemacht. Salerno, also die, wo auch Frauen unterrichtet worden sind, ganz, ganz lange. Diese unglaublich fortschrittliche Universität. Da hat man das gemacht. Es gab massive kirchliche Drohungen gegen die Ärzte und gegen diese Universität. Und dann hat diese Universität einen Kniff gefunden, wie sie sich gegen die Kirche wehren konnten. Wer zum Tode verurteilt ist, Salerno ist in Italien, wer zum Tode verurteilt worden ist, der kommt ja eh nicht in den Himmel. Hat also seine Seele das Recht auf seinen Körper alles verwirkt. Also sind die in Salerno hingegangen und haben Autopsien an zum Tode Verurteilten durchgeführt, also an Hingerichteten, nicht zum Tode Verurteilten. Also die haben die Körper von Hingerichteten genommen, haben disiziert und haben damit die Kirche ausgetrickst. Also haben gesagt, ja, das sind ja jetzt keine guten Christenmenschen, die wir da sezieren. Das sind ja also die wurden ja zum Tode verurteilt. Teilweise Ketzer. Da könnt ihr doch nichts dagegen haben, wenn wir von dem Ketzer jetzt den Körper auseinandernehmen. Nach dem Tod, ihr nehmt den vor dem Tod auseinander. Hat funktioniert. Also konnte Salerno die Körper von Hingerichteten nehmen, um Autopsien durchzuführen. Es war, wie gesagt, bis ins 15. Jahrhundert die beste Universität im christlichen Reich. Mit Abstand. Ich habe noch nicht über Krankenhäuser gesprochen. Also ich bin fast durch. So, sprechen wir erst über Krankenhäuser, über Hospitäler. Darf man sich nicht vorstellen wie heute. In Krankenhäusern wurde nicht behandelt. Also in den Hospitälern, wo heute die Krankenhäuser draus wurden, wurde nicht behandelt. Da sind Leute hingegangen und es war eher sowas wie ein Kurort. Sinn von Hospitälern war es, dass die Leute da zur Ruhe kommen, dass sie gepflegt werden, also zumindest mit Essen und frischer Kleidung und so weiter. Siechenhäuser sind was anderes als Hospitäler.
Also es war, die Hospitäler waren dafür da, dass die Leute mal in Ruhe schlafen, baden können, essen können, gepflegt werden. Entsprechend eher dem, was wir Kurhotel nennen oder Kurhaus. Die wichtigsten Betreiber von Hospitälern waren Ritterorden. Und zwar gab es drei Stück, die sehr, sehr groß waren im Betreiben von Hospitälern. Die Johanniter, die machen das heute noch. Die Templer und der Deutsche Orden. Das waren die drei. Die beste, wenn es nicht ums christliche Mittelalter geht, sondern die beste Universität außerhalb von Europa war tatsächlich in Damaskus. Damaskus war, also es sind teilweise Europäer nach Damaskus gefahren, um dort zu lernen. Hat das was mit den Kurfürsten zu tun oder bin ich lost? Nee, mit den Kurfürsten hat das gar nichts zu tun. Kurfürst warst du, wenn du den König wählen konntest. Erster Stream aus der Reihe. Also, Johanniter, Templer und Deutscher Orden haben die besten und größten Hospitäler betrieben. Siechenhäuser waren Orte, wo Leute hingeschickt worden sind, die man nicht im Kontakt mit dem Rest der Menschheit haben wollte. Und jetzt kommen wir zu den, als letztes noch, zu den großen Seuchen des Mittelalters. Seuche Nummer 1, die hat ganz schön lange gehalten, und zwar bis in die Neuzeit. Ein Klassiker. Wird schon erwähnt in der Bibel zur Zeit Christi. Beschäftigte uns noch mit dem Mittelalter und gibt's heute noch. Prima Seuche. Lepra. Nix Pest. Lepra. Lepra war eine der fetten, fetten Seuchen des Mittelalters. War richtig, richtig übel für die Leute. Und dementsprechend hat man versucht, Leprakranke so schnell wie möglich loszuwerden. Dafür waren die Leprosien zuständig. Lustigerweise war das Gebäude, in dem meine Grundschule war, noch bis in die Renaissance war, ein uraltes Gebäude, war beziehungsweise genau an der Stelle, wo meine Grundschule war, ein Lepraseuchenhaus. Vielleicht kommt daher mein Interesse an dem Thema. Was wurde gemacht, wenn man herausgefunden hat, dass jemand Lepra hat? Der Kranke, der Aussätzige, wurde komplett aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen. Es gab ein strenges Ritual, nachdem damit mit den Lepra-Erkrankten vorgegangen ist. Und zwar, sobald man wusste, dass derjenige Lepra hat. Das heißt nicht, dass derjenige zu diesem Zeitpunkt schon tödlich erkrankt war. Viele haben danach noch 5 bis 10 Jahre weitergelebt. Derjenige wurde. Dem wurde in Gegenwart der Gemeinde das Requiem gelesen, also das Totengebet. Der Leprose wurde in manchen Gegenden während der Messe sogar auf eine Totenbahre gelegt und mit einem schwarzen Leichentuch verdeckt. Sprich, derjenige war tot. Sowas wie ein Zombie, ein lebender Toter. Ab diesem Zeitpunkt, die ersten Lepraflecken zeigen sich. Ein Arzt erkennt, whoops, der hat Lepra. Wurde dieser Mensch aus seinem Leben rausgerissen, ihm wurde die Haare komplett abgeschoren und dann wurden dem Leprakranken folgende Vorschriften verlesen, an die er sich halten musste. Erstens,
Es ist dir verboten, jemals in die Kirche, auf den Markt, in die Mühle, an den Backofen oder in die Volksversammlungen zu gehen. Zweitens, es ist dir verboten, deine Hände und was du sonst zu waschen nötig hast, in Quellen und Rinnen von irgendwelchem Wasser zu waschen. Und wenn du trinken so willst, so sollst du das Wasser mit deinem Becher oder einem anderen Gefäß schöpfen. Drittens, ich gebiete dir außerdem, nun einherzugehen in deinem Leprosenanzuge, damit du von anderen erkannt werden kannst, und du sollst nicht barfuß außerhalb des Hauses gehen. Viertens, ich lege dir ans Herz, dass du nicht irgendeine Sache, die du kaufen willst, wo es auch sei, anrührst, sondern diese nur mit einer Gerte oder einem Stäbchen berührest, damit man erkenne, was für eine Sache es sei. Fünftens, ferner trage ich dir auf, dass du nicht in ein Wirtshaus oder in andere Häuser gehst, und wenn du Wein kaufst oder was dir sonst gereicht wird, so tue das in deinen eigenen Flaschen. Sechstens, ferner befehle ich dir, nicht mit irgendeinem Weibe, auch nicht mit deiner eigenen Frau umzugehen. Siebtens, ferner befehle ich dir, wenn du auf dem Weg dir jemand begegnet und dich fragt, dass du nicht antwortest, bis du aus der Windrichtung gegangen bist, damit er nicht von dir den Tod empfange, und du sollst nicht geraden Weges auf jemanden zugehen. Achtens, ferner befehle ich dir, dass du, wenn du über einen Steg oder über ein Wasser gehen musst oder auch anderswohin, dass du nicht die Balken oder das Geländer berührst, bevor du nicht deine Handschuhe angezogen hast. Neuntens, ferner befehle ich dir, dass du keine Kinder oder irgendwelche anderen jungen Leute anrührst oder ihnen etwas von deiner Habe gibst. Zehntens, ferner befehle ich dir, dass du in Gesellschaft anderer Leute nicht isst und trinkst, sondern nur mit Aussätzigen, und wisse, dass wenn du in deinem Hause gestorben sein wirst, du nicht von der Kirche beigesetzt wirst. Wow. Also, das ist eine krasse Nummer. Heißt, verpiss dich. Geh weg. Fass nichts an. Trink nicht daher, wo ich auch trinke. Halt dich von Kindern fern. Halt dich von Menschen fern. Vermumm dich. Geh weg und stirb woanders und komm niemals wieder. Das waren die Regeln, die Lepröse einhalten mussten. Und der gesunde Ehepartner durfte zu Lebzeiten des Leprösen keine zweite Ehe mit einem neuen gesunden Partner eingehen. Das heißt, man hat nicht nur den Leprösen gestraft, sondern auch den Ehegatten oder die Ehefrau, denn die musste Lepra hin oder her und verstoßener Mann oder Frau hin oder her, die Ehe gilt, bis der Tod ist. Heiraten durftest du nicht wieder. Das ist schon holla die Waldfee. Solltet ihr also jemals im Rollenspiel sowas wie eine Seuche einbauen wollen, sind solche Listen ziemlich cool. Stellt euch einfach vor, dass ihr zu Warhammer, finde ich, passt das extrem gut. Also Warhammer ist wirklich cool für sowas. Dass tatsächlich irgendwo ein Ausrufer sich hinstellt und das vorliest und vielleicht direkt irgendwie 10 Leute vor sich stehen hat. Bei Warhammer kann man das prima benutzen, aber in anderen Rollenspielen auch. Ich finde es
echt interessant. Also, so waren die Regeln. Kommen wir zur zweiten großen Seuche des Mittelalters, der Pest. Das hat die Leute echt in Rätseln gelassen. Die Pest kam in mehreren Wellen. Die erste große Pestwelle ging zur Zeit eines römischen Kaisers, Justinian, um die Welt von Äthiopien und Arabien aus. Der dritte große Pestausbruch, der zweite war 740 bis 750, der dritte 1846 bis 1852. Übertraf alle Pestwellen davor. Denn die davor sind oft im Mittelmeerraum stecken geblieben, die nicht. Zur Zeit des Anfangs der großen Pest, also 1946, kann man sagen, dass in Europa, in Nordafrika und in den angrenzenden Regionen ungefähr 100 Millionen Menschen gelebt haben. Davon sind innerhalb der Jahre 100 Millionen Menschen in den Jahren von 1346 bis 1352 sind ein Drittel dieser Menschen gestorben. Innerhalb von 6 Jahren über 30 Millionen Tote. Ein Drittel ganz Europas und Nordafrika tot, weg. Innerhalb von 6 verdammten Jahren. Das ist wow. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen. In dieser Zeit wurden tatsächlich, da wurde Europa entvölkert. Im Jahr 1351 schrieben die Ratsschreiber von Lübeck, 6.966 Namen ins Totenbuch in einem Jahr. 1351. Das waren 35% der Stadt Lübeck, die innerhalb eines Jahres gestorben sind. In Paris mit seinen 100.000 Einwohnern starb die Hälfte der Stadtbevölkerung innerhalb eines Jahres. Florenz hat ein Fünftel seiner Einwohner verloren im Jahr 1351. Der Grund, warum es heute die Katakomben von Paris gibt, ist, dass man nicht wusste, wohin mit den Leichen. Man hatte keine Ahnung, wohin man soll in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern. Sterben innerhalb eines Jahres 50.000 an der Pest, plus die, die normal sterben. Man muss also in der Stadt 50% der Stadtbevölkerung loswerden. Das kann man sich kaum vorstellen. Und deswegen gab es die Katakomben von Paris, denn die wurden vollgestopft bis oben hin mit Pestleichen. Nicht wissend, dass sich da ja unten ja auch die Ratten bewegen. Die Ratten wiederum sind zu einer Plage geworden, dadurch, dass es Katzenpogrome gab. Man hat Katzen für unheilige Tiere gehalten und hat Katzen getötet. Und das war nur die erste Pestwelle, die durch Europa gegangen ist. Die erste war im 14. Jahrhundert. Und die Pest kam von da an mit Regelmäßigkeit durch Europa.
1326 bis 1400 gab es 32 Pestwellen. Von 1400 bis 1500 41 Pestwellen. Von 1500, zwischen 1500 und 1600 gab es 30 Pestjahre. Besonders schwere Pestepidemien waren in Europa zwischen 1563 und 1569. Dann während des Dreißigjährigen Krieges zwischen 1629 und 1655, in London 1665, in Wien Ende des 17. Jahrhunderts und in Marseille und in der Provence von 1720 bis 1722. Insgesamt ist Europa um 70% seiner Bevölkerung reduziert worden durch die Pest. 70% der europäischen Bevölkerung sind an der Pest gestorben. Ganze Landstriche wurden entvölkert. Wenn man sich anguckt, wie die Situation am Anfang von Corona ist, dass da Klopapier in Supermärkten ausverkauft wurde, darf man sich vorstellen, wie das damals gewesen ist. Da hatte man keine Ahnung, was da passiert. Man hatte wirklich, wirklich keine Ahnung, was zur Hölle da gerade los ist. Man sieht einfach, es gibt eine unglaubliche Strafe, in dem einfach so gut wie jeder stirbt. Und die Leute waren einfach komplett ratlos. Es gab unterschiedlichste Bewegungen. Es gab die Bewegung der Flagellanten, die hingegangen sind und sich irgendwie gegeißelt haben, die sich haben kreuzigen lassen, die versucht haben, durch ihr Opfer, durch ihren Schmerz, die Sünde der Menschheit loszuwerden. Es gab Ideen von Dämonen. Genauso gab es allerdings unglaublich hedonistische Bewegungen zu der Zeit. Es gab Orgien, Exzesse. All das gab es zur Zeit der Pest. Wann immer die Pest gerade nicht da war, gab es wüsteste Orgien unter den Menschen. Zu dieser Zeit in der italienischen Renaissance gab es Kleider, die ihr Dekolleté unter den Brüsten hatten. Also Frauen sind mit offenen Brüsten über die Straße gegangen und haben sich sogar die Brustwarzen rot geschminkt. Diese Zeit der Pest war eine Zeit zwischen Verzweiflung, Krieg, Folter, hedonistischer Vielliebe und allem drum und dran, was in dieser Zeit gegangen ist. Man muss sich überlegen, dass die Inkubationszeit der Pest ungefähr 15 Tage war. Das heißt, man hat 15 Tage lang keine Symptome gezeigt, war aber schon ansteckend. Die Krankheit kündigt sich zuerst mit starkem Schwitzen und leichtem Fieber an, also nichts Schlimmes, und geht dann über entzündete Lymphknoten, zerstört es das komplette Immunsystem. In den Lymphknoten werden ja die weißen Blutkörperchen gebildet, die werden komplett zerstört, und das ist die sogenannte Beulenpest. Die Lungenpest ist eher wie eine Art Grippe. Man weiß heute nicht genau, was es ist. Und nach 3 bis 4 Wochen fällt der Betroffene in einen lähmenden Schlaf, bis er stirbt. Das war die Pest. Es wurde alles versucht, wirklich alles, aber es hat nicht geholfen. Es gab noch eine dritte große Seuche, die allerdings im späten Mittelalter war, beziehungsweise in der frühen Neuzeit. Eine Krankheit, die wir uns aus Amerika geholt haben. Eine Krankheit, die aus Amerika hier hingekommen ist. Und dementsprechend kam sie kurz danach. Nein, die Pocken haben wir nach Amerika gebracht. Die gab es auch. Syphilis, genau, Samoratte. Die Syphilis kam auf im Ende des 15. Jahrhunderts
und im gesamten 16. Jahrhundert. Es war damals schon bekannt, dass es eine Lustseuche ist. Man hat sehr, sehr schnell gewusst, wie die Syphilis übertragen wird. Richtig üble Krankheit, die mit Geschwüren anfängt. Damals ohne Antibiotika, ist ein Bakterium, ohne Antibiotika komplett unheilbar gewesen ist. Fängt an mit flachen Geschwüren, die werden immer größer, es werden immer mehr. Kommt in Phasen, was das besonders gut ist, um die Krankheit zu verbreiten. Das heißt, man bekommt eine Zeit mit Symptome, dann eine Zeit ohne Symptome, dann eine Zeit mit stärkeren Symptomen, dann wieder runter. Also, in den gesunden Phasen konnte man jede Menge Leute anstecken, in den gesunden Phasen, also den symptomfreien. So hat die sich sehr schnell verbreitet, endet damit, dass die Syphilis ins Gehirn geht. Das war so die große Seuche. Und da kommen wir ans Quecksilber, denn auf die Geschwüre wurde eine Mischung aus Quecksilber und Schweineschmalz aufgetragen. Wer sich zum Thema Medizin im Mittelalter schlau machen möchte, der bekommt jetzt einige Buchempfehlungen von mir. Fangen wir an. Ein wirklich gutes Buch. Von Arznei bis Zipperlein. Bilder zur Kulturgeschichte der Medizin. Dicker Schinken. Kann ich sehr empfehlen. Ist wirklich gut. Von Bernd Kara Decker. Ein Buch, mit dem man sehr gut zurechtkommt. Ein weiteres Buch, schwer dran zu kommen, aber super spannend, wenn man sich mit Medizin beschäftigt, ist, ich weiß gar nicht, ob man das noch wirklich kriegt, der medizinisch-astrologische Volkskalender. Super spannend, gerade wenn man guckt auf den ganzen Aberglauben in der Medizin. Ist ein ziemlich cooles Ding. Ziemlich geil. Dann auch sehr spannend von Wunderdoktoren und allerlei Quacksalbern, Kuriositäten aus mittelalterlicher Heilkunst. Sehr cool. Was gegen Husten hilft, kommt drauf an, was für einen Husten. Ich empfehle Thymian-Tee. Und ein Buch, was ich jedem ans Herz lege, wo ich aber gar nicht weiß, ob man das außerhalb meiner Heimatstadt kaufen kann. Ich fürchte nicht. Nadeln, Nähte und Narkose. Chirurgie im Wandel der Zeit. Super spannend aus dem Wilhelm-Fabry-Museum in Hilden, der Stadt, wo ich groß geworden ist. Wilhelm Fabry, einer der großen Befürworter der eiterfreien Wundbehandlung. Und wenn man die ganzen Wörter verstehen will, die da drin stehen, und sich auch ein bisschen mit Medizingeschichte beschäftigen will, medizinische Terminologie von Irmgard Müller und Stefan Schulz. Kompaktkurs in 13 Lektionen. Da lernt man, wie Sachen medizinisch bezeichnet werden. Und das finde ich auch sehr spannend. Gut. Alles Bücher, die ich sehr empfehle, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Meine Lieben, wir sind durch. Wir sind durch für heute. Medizin im Mittelalter. Ich hoffe, es ist niemandem schlecht geworden. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Ja, wir sind jetzt schon durch. Du bist noch gar nicht müde. Du musst auch noch nicht ins Bett gehen. Es ist okay. Geh doch auf den Discord. Ich poste noch mal die Adresse für alle, die den noch nicht kennen. Geh doch auf diesen Discord und unterhalte dich da mit anderen Leuten. Diskutiere über Medizin im Mittelalter. Und wir können darüber reden, oder ihr könnt darüber reden, wie ihr das ins Rollenspiel einbinden könnt und für welches Rollenspiel das besonders gut geeignet ist.
Und wenn ihr sagt, ihr bekommt gar nicht genug von diesen Streams, dann kann ich euch sagen, ich bin froh, dass ihr heute da wart. Ich bin noch viel froher, wenn ihr nächste Woche wiederkommt. Denn nächste Woche ist echt viel los. Nächste Woche ist eine richtig, richtig tolle Lurche und Lama-Woche. Nächste Woche Montag gibt es Teil 2 von unserem Freude schöner Götterfunken Let's Play mit Thorsten vom Donnerhaus. Nächste Woche Mittwoch stelle ich euch Geistkrieger 2, das neue Buch von Sonja Rüther vor. Nächste Woche Donnerstag nachmittags gibt's den Stream Das Lama wird grün. Da werden mir die Haare gefärbt. Nächste Woche Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag abends ist dann eine Premiere bei Lurch und Lama und zwar Karadeins Bücherstunde. Karadein stellt vor, worum es in seinen Streams gehen wird und zeigt euch in Karadeins Bücherstunde alles zum Thema, wie man Bücher schreibt, was für tolle Bücher es gibt, wie man sie liest und so weiter. Am Donnerstagabend. Freitagabend bekommen wir auch Besuch. Wir stellen euch Dieseldrachen vor, das Rollenspiel. Bin ich sehr gespannt drauf. Und nächste Woche, Samstag, gibt es auch einen Stream am 19. Nächste Woche, Samstag, am 19. gibt es den Stream Studio-Umbau. Ich bin sehr gespannt. Dann bauen wir hier um und streamen das live, wie wir uns wahrscheinlich furchtbar dämlich anstellen und doch irgendwann das Studio fertig ist. Ihr seht, nächste Woche ist viel los auf dem Lurch und Lama-Kanal. Ich möchte mich mal hier bedanken. Ich möchte mich bedanken bei unseren ganzen Moderatoren. Ich bedanke mich bei Algor, Karadein, Hylaya und Thora Dottir, die ganze Arbeit leisten, da drin hier im Stream oder auf dem Discord zu moderieren. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich auch bei der lieben Shiraki, die uns immer wieder ganz voll hilft und bei all den Leuten, die bei uns im Stream mit dabei sind, möchte ich einmal ganz lieb Danke sagen. Ich bin jeden Tag aufs Neue dankbar und ich möchte mich bedanken bei euch dafür, dass ihr heute Abend da wart und zugeguckt habt und dass ihr hoffentlich wiederkommt. Wenn ihr uns unterstützen wollt mit dem, was wir hier tun, schaut doch mal vorbei auf patreon.com/lurchundlama. Da könnt ihr uns unterstützen. Und wenn ihr das Video gerade auf YouTube seht, vergesst nicht, einen Kommentar da zu lassen, einen Like da zu lassen und den Kanal zu abonnieren. Und damit sind wir fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns Montag wieder. Und ich lasse euch ins Wochenende mit dem guten alten irischen Reisesegen. Möge der Wind in eurem Rücken niemals euer eigener sein. Gehabt euch wohl, Inshallah. Macht's gut. Habt ein schönes Wochenende. Liebt euch. Zeugt Kinder. Macht, was auch immer ihr wollt. Und habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschö, mit Ö.